es war katastrophal, was sie da gekriegt haben. Ab zur nächsten Prüfung. Erste Schleife und Protokoll. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem ganz besonderen Video, weil ich bin echt schon ein bisschen nervös. Wir werden heute auf unser allererstes gemeinsames Turnier fahren. Und ja, es war ja weder ich jemals auf einem Turnier, noch der Pilgrim. Also das könnte heute lustig werden. Aber ich muss gleich dazu sagen, es ist offiziell kein Turnier, also das Turnier wurde abgesagt, weil aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen ist es nicht zugelassen, dass Kinder auf Turnieren starten und auch Reiter ohne Turnierlizenz, so wie es bei mir der Fall wäre. Und deshalb wurde es abgesagt und stattdessen findet jetzt ein Training unter turnierähnlichen Bedingungen statt. Ich muss sagen, ich bin darüber gar nicht irgendwie traurig oder so, weil dadurch, dass es halt unser allererstes Mal ist, dass wir irgendwohin losfahren, ja, für mich passt das ganz gut, dass es jetzt nur ein Training ist, weil ich mache mir sowieso immer viel zu viel Stress und für uns ändert sich ja unterm Strich eigentlich nichts. Also wir fahren trotzdem los, schick hergerichtet, auch der Pilgrim, wir reiten zwei Dressuraufgaben und ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt auch auf den Weg. Ich muss noch den Hänger holen, ich muss uns noch Frühstück besorgen und dann freue ich mich jetzt einfach auf den Tag. So, der Hänger hängt am Auto. Ich glaube, so lange habe ich jetzt schon lange nicht mehr gebraucht, um den Hänger anzuhängen. Aber ich habe genügend Zeit für heute eingeplant. Aber zu lange sollte ich auch nicht herumtrödeln. Und jetzt werde ich losfahren zu uns in den Stall, denn der Hänger steht nicht bei uns im Stall. Wir haben da leider keine ordentliche Möglichkeit, dass wir uns bei uns im Stall einen Hänger ausborgen. Und deshalb hole ich mir den immer. Und ja, werde es in den Stall düsen, denn die Niki ist sogar auch schon im Stall. Ja, und dann werden wir in Ruhe alles vorbereiten. Ich bin gerade im Stall angekommen. Der Hänger parkt und ja, jetzt werden wir in Ruhe Hänger herrichten, einräumen, Pilgrim schick machen. Dann warten wir auch noch auf die Julia und dann geht's los. So, hier ist, ihr habt die schon angekündigt. Wir haben jetzt schon hier einmal, die Niki hat Hunde, hat hier einmal Streu geholt. Freundin ist auch gefüllt. Müsli haben wir auch schon hergerichtet. Und jetzt werden wir das einmal alles in den Hänger packen. Hunde! So, wir werden jetzt als erstes noch kurz mal übers Lederzeug drüber putzen. Das habe ich nämlich gestern nicht mehr gemacht. Einmal die Stiefel, Zaumzeug, Sattel. Und dann holen wir den Pilgrim, der wird dann noch eingeflochten. Und ich muss ihm unbedingt noch was essen vorher. Hast du schon gemacht? Nein. Aber nichts gemacht. Bis dahin, Hunde. Ja. Jetzt alle Kommentar. Jemand hat kommentiert, was? Wie können die so schlank sein, wenn die die ganze Zeit nur essen? Ups. Ich weiß nicht, welche Party der Pilgrim gefeiert hat, aber es dürfte wieder eine wilde gewesen sein. Eine Party. Ach so, der Junggesellinnenabschied. Wow. Oh. So schön. Hm? Tja, heraus. Guck. Pippi denken. Guck. Denken. Pippi. Komm, heraus. Ja, hör schon, ein Auge gescheit, das sei. Guck mal, da der alle Gehirnzellen verwendet. Mal, er schaut cool aus. Komm. Okay. Hallo, guten Morgen. Oh, ich habe ihm gestern schon gesagt, was ihm heute blüht. Das ist was? Was ihm heute blüht. Achso, blüht ihr wahrscheinlich. Ich habe das ihm blöd. Das ist der schnickige Streifen für mehr Pep. Super. Damit hat er dann wirklich einen Energieschub von hinten. Weil das ist so der Racing-Streifen. Beschleunigungsstreifen, ja. Sehr gut. Komm, Pips. Gib Pipi. Wie sollen wir denn die sauber kriegen? Ha? Ich glaube, er möchte seinen Prinzipien treu bleiben. Ich glaube auch. Oh, das ist nicht der edle Show-Pipi. Nee, deswegen heißt er auch Pipi. Hast du den eh so genannt? Ja. Pilgrim in Klammer Pipi von Partiga. Also laut Startliste dort heißt er aktuell noch Pilgrim von Partiga und nicht Pilgrim vom Partiga. Also es ist
Ja, witzig. Der Name Pilgrim ist schwierig. Deshalb Pippi. Genau, jetzt startet Pippi. Mit Henry. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out. Wanna do this right? There's no doubt in my mind. Baby, you're the one. And tonight, I am going all the way. The way you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say. Now I keep rambling on. I sound so cliche. So, wir sind jetzt soweit. Fertig. Pilgrim ist fertig hergerichtet, Hänge eingeräumt, aber schon wieder der nächste Fehl. Was haben wir denn vergessen? Den hast du produziert. Ich habe eventuell den Kamerarucksack vergessen mit den ganzen Ersatzakkus, Ersatzspeicherkarten. Aber er steht fix und fertig zu Hause. Dreimal dürft ihr raten, wer gestern noch eine Liste geschrieben hat. Ich hab alles zusammengeräumt. Videokamera und du hast doch sogar extra noch hinzugefügt, geladene Akkus und leere Speicherkarten. Genau, habe ich alles erledigt. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil meine Eltern werden auch kommen und ihnen kann ich dann sagen, sie sollen bitte den Kamerarucksack mitnehmen. Und wir haben ja Gott sei Dank das Handy. Dann sag deinen Eltern, ich bin gerade wieder dabei. Pipi! Huh? Pilgrim. Also, nee. So, was passiert jetzt? Fahren wir los. Pilgrim wird jetzt verladen. Kannst du das, Pipi? Wir probieren das mal. Und ich kann gleich vorweg sagen, nein, es hat nicht wirklich funktioniert. Wir haben über 30 Minuten gebraucht, um den Pilgrim zu verladen. Etwas, das in den letzten Monaten schon wirklich komplett unkompliziert funktioniert. Wir hatten vor ein paar Wochen auch einen Bodenarbeitstrainer da, der mit dem Pilgrim Schritt für Schritt das Hängertraining geübt hat. Da stand er zum Schluss komplett entspannt, alleine im Hänger, ohne dass die Stange hinten zu war. Man konnte weg vom Hänger gehen und erst auf mein Kommando ist er vorsichtig rausgekommen. Wir waren auf diesem Platz, wo wir jetzt gleich hinfahren werden, auch schon zweimal zum Auswärtstraining. Auch da war das Verladen eine Sache auf keine 5 Minuten, aber an diesem Tag hat es halt einfach so gar nicht funktioniert. Das Problem war gar nicht unbedingt, dass der Pilgrim nicht einsteigen wollte, sondern dass sobald er drin war, er mit einer ordentlichen Wucht wieder rückwärts geschossen ist. Das heißt, wir werden das Hängertraining die nächsten Wochen wieder aufnehmen und wieder Schritt für Schritt anfangen, das zu erarbeiten. Am Ende hat es dann irgendwann doch geklappt, aber ich muss sagen, ich habe schon damit abgeschlossen, dass wir überhaupt noch losfahren können. Every change has a reason, baby, let it come to you. Every soul, every season. So, Lele, wir sind fertig. Also du und der Pilgrim. Ja. Ich habe die Kamera am Start. Und schon langsam steigt die Nervosität, oder? Minimal. Etwas. Ach Gott, das wird schon. Es wird schief gehen. Es ist nur ein Training. Es ist nur ein Training und es im Endeffekt, wenn es gut läuft, dann freue ich mich. Wenn es schlecht läuft, ja, ändert eigentlich und auch nichts. Und auch wenn es gut läuft, Pilgrim wird deswegen nicht verkauft. Ja, und da wir eben so in Zeitverzug waren, hatte ich 5, maximal 10 Minuten Zeit zum Abreiten. Ich habe da schon gemerkt, wie spannend der Pilgrim ist. Er stand so auf der Bremse und ich hatte wirklich zu tun, dass ich ihn vorwärts bekomme, dass wir überhaupt ins Dressurviereck reinkommen konnten. Das war auch eine andere Prozedur. Hier waren wir dann endlich drinnen, aber auch da war einfach alles für ihn gruselig. Er war einfach so beeindruckt von der Kulisse, von den ganzen Menschen. Das ist einfach eine komplett neue Situation für ihn und auch für mich. Ich habe da versucht, natürlich ihm ja irgendwie die nötige Sicherheit zu geben, ihm Ruhe zu vermitteln, weil mit Druck geht das bei ihm eigentlich immer nur nach hinten los. Was ich wirklich toll gefunden habe, dadurch, dass es eben ein Training war, durften wir wirklich vorab einfach ein paar Runden im Viereck drehen, damit sich ja der Pilgrim und auch ich, damit wir uns beide da ein bisschen an die Situation gewöhnen. Und dann ging es auch schon los mit unserer Aufgabe und ich glaube, das Einreiten, die Mittellinie hätte nicht schwankender sein können. Eieiei, oh Gott. Na, auf dieses Richterhäuschen zu war echt der Horror, aber wenn ihr glaubt, dass dieser erste Teil jetzt schon schrecklich war, dann bitte gebt euch, wie es jetzt weitergeht. CA, Schlangentour in 3 Bögen mit Fußwechsel beim Begreifen der Mittellinie, rechts beenden. Das wird die Schlangenlinie ein bisschen zu ernst genommen. Und ich glaube, man sieht es einfach an meinem Grinsen. Ich dachte mir nur so, was
wird das heute hier. Ich erkannte den Pilgrim einfach nicht wieder. Zu Hause im Training haben wir damit zu tun, dass wir Ruhe in ihn reinbringen, weil er so viel Energie nach vorne hat. Und hier stand er einfach komplett auf der Bremse und ich hatte zu tun, dass er überhaupt einen Schritt vorwärts läuft. Das war jetzt übrigens Schlangenlinien in drei Bögen und ja, ich weiß, man hätte die nicht ungünstiger einteilen können. Also das war echt auch einfach irgendwas. Dann kam dritter Verlängern. Hier kann man sich schon denken, dass einfach auch genau gar kein Schub nach vorne kam. Und dann ist mir einfach der Mega-Fail passiert, denn ich habe mitten in der Aufgabe einfach die Gerte gewechselt. Und die Richterin hat dann auch gesagt, fürs erste Mal wäre es wirklich gut gewesen. Nur der Gertenwechsel gab ordentlich Abzug. Wechseln. Und wer ganz genau hingehört hat, ja, hat richtig gehört. Ich habe gesagt, ajo, scheiße. Vor dem Richterhäuschen. Ich hatte so Glück, dass das ein Training war und kein wirkliches Turnier, sonst wäre ich schon lange disqualifiziert. Hier war es übrigens durch die halbe Bahn wechseln und dann angaloppieren. Etwas, das im Training meistens nicht funktioniert hat. Am Turnier war das kein Problem. Er ist mir wirklich jedes Mal richtig angaloppiert. Ja, das sollte jetzt übrigens Sprünge verlängern im Galopp sein. Wir wurden da eher langsamer. Das war einfach auch wieder aufs Richterhäuschen zu. Hier ist er mir ausgefallen. Ich habe das dann gar nicht mehr korrigiert. Dachte mir, ja, ist auch. Ist ja schon wurscht. Ja, ich habe euch das Ganze übrigens jetzt auch ein bisschen zusammengeschnitten, weil beide Prüfungen, das wird dann sonst ja doch ein bisschen zu lange. Da war jetzt das Gleiche wie auf der anderen Hand, eben wieder durch die halbe Bahn wechseln, dann Galopp. Ich muss hier übrigens dazu sagen, dass der Reitplatz dort leider nicht gerade war, sondern der war schief. Das heißt, hier galoppieren wir gerade so ein bisschen bergauf und ja, da kam einfach auch wieder genau gar nichts. Also man sieht es, glaube ich, wirklich, ich habe mich so abgerackert da oben. Es war eine Katastrophe. Dass wir ihm gerade Zügel aus der Hand kauen lassen, hat es mich wirklich gefreut, dass er hier schön abgeschnaubt hat. Dann kam bei A eine Haltparade. Ja, von punktgenauen Reiten sind wir sowieso während der ganzen Aufgabe weit entfernt. Dann eben rückwärts richten und im Schritt angehen. Ich muss generell sagen, ich finde, der Schritt hat sich in den letzten Monaten so, so gut bei ihm entwickelt. Er trägt sich da so schön selber, er schreitet. Aber mal ganz ehrlich, wer interessiert sich für den Schritt? Der Schritt ist irgendwie so die langweiligste Gangart. Und im Protokoll wurde dann eigentlich genau das vermerkt, was ich währenddessen schon kommentiert habe. Die Richterin hat auch geschrieben, das hat mich sehr gefreut, dass die Reiterin um eine feine Anlehnung bemüht ist und dass das Pferd zufrieden in Anlehnung wirkt und dass wir ein schickes Paar sind, heute aber leider nicht immer ganz koordiniert. Ich glaube, das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Und was auch noch drin stand, bei Prüfungen sind Handschuhe zu tragen. Ich dachte mir halt, ja, das ist ein Training, da ist das nicht ganz so wichtig, aber beim nächsten Mal habe ich es dann besser gemacht. So, Dolle, kurzes Fazit. Haben wir nach der Prüfung... Haben wir nach der Prüfung eine Aufnahmestoffung? Ich glaube nicht. Nicht? Na? Achso, okay. Dann also, ich nicht. Kurzes Fazit, wobei ich glaube, ich habe den Rücken kommentiert. Aber ach so, das ist okay. Also, wirklich das, unnötigste war wirklich der Gartenwechsel. Aber wusstest du das? Ja, okay. Ich bin das so oft, wie du wechselst in der Prüfung die Gärte. Und ich sage, nein, in der Prüfung mache ich das dann nicht. Ah ja. Hoppala. Und was hat die Richterin gesagt sonst? Wenn ich die Gerte nicht gewechselt hätte, wäre es perfekt gewesen, weil es so harmonisch aussieht. Läuft! Und wie hat es sich für dich angefühlt? Katastrophal. Okay. Aber fürs allererste Mal, also wir sind nicht aus dem Viereck gesprungen. Und du hast auch nicht aufgegeben, obwohl du zwischenzeitlich... Ich habe echt mehrmals überlegt, ob ich Taunty wohl aufgebe. Ernsthaft, das war katastrophal, was sie da kriegt. Du hast 5,8 kriegt, fast jeder kriegt da 5,8. Was? Ja, das ist auch ja. 5,8. Prost. Jeder ist da jetzt 5,8. Prost. Wir haben dann erstmal angeprostet und typisch Sandra, ich habe ganz vergessen, dass nachher ja noch die Siegerehrung ist. Das heißt, ich bin einfach viel zu spät hingekommen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung mal, welcher Platz ich bin. Erste Schleife und Protokoll und... Oh, Cabanossi. Fruchtding, ist das süß. Also die Preise sind richtig süß für das, dass wir so katastrophal geritten sind. Und übrigens, mein Pferd Pilgram von Pattiger. Ab zur nächsten Prüfung. Wir sind schon wieder. Ja, ich hatte für die zweite Aufgabe auch nicht länger als 10 Minuten Zeit zum Warmreiten. Zeitmanagement ist absolut meins. Nicht.
Einreiten auf der Mittellinie hat definitiv besser geklappt als bei der ersten Aufgabe, würde ich sagen. Ist aber auch schwierig, das nochmal noch zu verschlechtern. Der Weg aufs Richterhäuschen zu war immer noch sehr spannig und ja, das war ihm einfach absolut nicht geheuer. Aber ich muss sagen, ich hatte für die zweite Aufgabe ein besseres Reitgefühl als für die erste. Also ich hatte ihn ein bisschen mehr bei mir, ein bisschen mehr Vorwärtsdrang, aber noch weit nicht der Trainingsstand, den wir zu Hause haben. Jetzt war hier E-Mittelzirkel und dann mit Angaloppieren. Und wer denkt, dass natürlich nur in der ersten Aufgabe ein Fail passiert? Nein, ich würde mal sagen, in der zweiten Aufgabe ist noch ein viel größerer Fail passiert. Ich lasse euch jetzt einfach kurz mal den Originalton drinnen. Sprünge verlängern, Arbeitsgalopp. Sandra! Ja, und es war so klar, ich habe mich verritten, trotz Ansage. Also das war wirklich eine reife Leistung, Sandra. Ich hatte so Glück, dass es nur ein Training war. Die Richterin hat mich dann zu ihr geholt, hat mich darauf hingewiesen, ja, und hat mir den Tipp gegeben, ich soll doch beim nächsten Mal vielleicht die Aufgabe auswendig lernen. Ich konnte die Aufgabe nämlich wirklich absolut nicht. Durfte dann an der Stelle weitermachen, wo der Fehler passiert ist. Hier übrigens gerade Galopp auf der Diagonalen. Das war mindestens genauso schlimm wie das allererste Einreiten. Dann kam bei E nochmal ein Mittelzirkel mit Angaloppieren, was mich wieder sehr gefreut hat, dass im Protokoll die feine Anlehnung drin stand. Hier hatte ich übrigens wieder Probleme, dass, also es wurde ja das Ganze angesagt, aber ich habe nicht mehr verstanden, du bist zwischen E und B oder zwischen B und E ist das Angaloppieren und ich habe dann einfach gepokert. War Gott sei Dank richtig. Hier hatte ich aber das Gefühl beim Angaloppieren, er galoppiert mir auf der Stelle und wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Also Galopp war irgendwie generell echt katastrophal. Bei A unten war dann nochmal eine große Tour mit Zügel aus der Hand kauen lassen. Da hat es mich wieder sehr gefreut. Da hat er sich schön nach unten gestreckt, hat abgeschnaubt. Das wurde auch im Protokoll vermerkt. Eine gute Dehnungsbereitschaft im Zügel aus der Hand kauen lassen. Und generell hat es mich sehr gefreut. Es wurde auch wieder geschrieben, dass wir ein sympathisches Paar sind, aber ich soll viel mehr Aktivität von meinem Pferd fördern. Wie gesagt, etwas, das im Training einfach absolut überhaupt kein Problem ist, sondern eben das Gegenteil, dass wir da eigentlich Ruhe reinbringen. Ja, der Schritt war ähnlich wie bei der ersten Prüfung wirklich gut. Also für das, dass die ganze Prüfung so schlecht war, war der Schritt wirklich mit Abstand das Beste. Klar ist er mir mal kurz ein bisschen zu tief gekommen, aber im Großen und Ganzen war ich mit dem Schritt eigentlich sehr zufrieden. Zum Schluss war dann nochmal dritter Verlängern im Trab auf der Diagonalen. Und da muss ich sagen, hat man das erste Mal so ein bisschen was erkennen können, wie ungefähr unser Trainingsstand eigentlich zu Hause aussieht. Und danach nochmal auf die Mittellinie und vorbei. Ich war so überglücklich, als wir die zweite Prüfung geschafft haben. Ich bin dem Pilgrim einfach nur um den Hals gefallen. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt noch ein paar Mal losfahren, dann kommt da Routine rein. Aber da stellt sich natürlich die Frage, möchte man dieses regelmäßige Turnierreiten überhaupt? Da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, möchte ich eigentlich nicht. Auch wenn dieses Turnier super süß organisiert war. Geschafft, geschafft, geschafft. Ich bin gerade mega happy. Ich hoffe, man versteht was, weil das ist ziemlich windig hier. Ja. Es war alles andere ist perfekt. Es war alles andere als die Leistung, die wir zu Hause zeigen. Aber ich bin einfach froh, dass wir es geschafft haben. Weder und disqualifiziert noch rausgesprungen. Von Verreiten hat das letzte Mal niemand was gesagt. Na, ich habe nicht die Gerte gewechselt. Er ist immer richtig. Du hast Handschuhe angehabt. Ja, genau. Wir sind heil wieder im Stall angekommen. Und ja. Fertig. Fertig, wirklich. Fertig, aber es war trotz allem ein wirklich sehr, sehr schöner Tag mit euch. Danke, dass ihr alle mitgefahren seid und danke auch an die Julia. Und von dem her, ja. Beenden wir das Video an dieser Stelle, oder? Ja, genau. Wir werden jetzt den Pilgrim zurückbringen. Einmal das Zeug schnell, schnell ausräumen, geputzt. Geht heute nicht mehr. Und dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Servus.